Und hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu Sonic the Lost Adventure, die Tech-Demo. Also das heißt, ja, also das Spiel sollte jetzt entweder dieses Jahr rauskommen oder so, ist ein Fanprojekt von einer kleinen Entwicklergruppe. Und das, was ihr hier so jetzt seht, ist jetzt die Tech-Demo. Und die möchte ich mit euch jetzt einmal anzocken. Es wird wieder ein klassisches 3D-Sonic, kann man sagen. Also die lieber das 2D mögen, am besten weggucken. So, auf jeden Fall, wir gucken uns das Ganze mal an. Hier können wir jetzt die Tech-Demo spielen. Harbor. So, das Problem ist hier jetzt nur soweit, ich habe Sonic noch nie wirklich auf dem PC gespielt. Das ist mal das Erste. Und, es ist auch nicht irgendwo zu finden, wie die Steuerung ist. Ein bisschen habe ich schon angespielt vorhin gehabt. Ja. Mal gucken, wird schon schief gehen. Also ich habe ja damals auch die 3D Sonics gespielt, aber dann doch eher für die Konsole. Ich komme da nicht hoch so. Hui. Gar nicht hoch. Aus. Aber ich finde soweit das Modell schon mal sehr gut. Also das wurde wohl 1:1 übernommen von den anderen Spielen. Sieht so aus für mich. Boah, du guckst aber grimmig. Bist du ein kleiner grimmiger Baustein, ja? Ach scheiße. Na gut. Hier war die Taste. Die Taste habe ich vorhin die ganze Zeit gesucht vorhin. Die Speed-Taste. Goodie Kabudi. Da haben wir das auch schon mal geklärt. Generell müsste er die doch anvisieren können. Das funktioniert noch nicht ganz. Ich muss hier erstmal die ganze Tech-Demo ein bisschen prüfen, ne? Ob das auch so alles funktioniert oder doch nicht. Nein. Und wenn ich da mal nicht hochkomme, so. Ja, vorbeigesprungen. Ja, alles klar. So, und hier bin ich doch vorhin abgekackt. Mal gucken. Muss hier raufladen, jetzt. Ja. Funktioniert doch wunderbar wieder heute alles. Wahnsinn. Hui. Also ist auf jeden Fall so wie Sonic Generation, kann man sagen, falls einige das von euch kennen. Und ich bin gerade aus dem Bildschirmrand gefallen. Ja. Wie das jetzt passieren konnte, kann ich euch leider nicht sagen. Ich bin aus dem Bildschirmrand gefallen. Bam, 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 bam. Oh, ich liebe Sonic auf alle Fälle. Sonic ist besser als Mario. Oh, gleich kommen die ganzen Hater. Was, Mario ist schlechter? Nein. Also ich fand Sonic damals auch schon besser. Erstmal, weil er blau ist. Also die Farbe, die er hat, ist blau. Ey! Ist eher dein Freund, so. Weil blau ist generell auch meine Lieblingsfarbe. Oh, ein böses Gesicht. Was? Der hat mich verfolgt. Ich will nochmal umkehren hier. Ja, das Springen ist wunderschön. Oh, er kommt. Meine Güte, was ist denn hier los? Kann ja nicht mehr springen heute. Ach. Ja. Moin, ein bisschen kompliziert auf dem PC.
Muss ich schon sagen, meine Güte, was ist denn hier los? Oh, jetzt kommt er schon wieder. Okay, bin ich auf den Sack. Stopp. What? Muss ich hier lang? Oh. Oh nö, es ist er schon wieder da. Nein, Alter. Gibt es doch wohl nicht. Ah. Ja. Ich will doch nur da hoch. Warum darf ich nicht so? Los, Sonic, du kannst es! Mann, bin ich schon wieder hier gelandet? Wollte ich doch gar nicht. Ah. Jetzt nochmal. Los, Sonic! So, so, kurz gucken, ne? Ja, da wollte ich hin. Ah. Es funktioniert einwandfrei. Gut. Gucken wir mal ein bisschen anders. Ich glaube, da ging es auch nicht so wirklich weiter. Ich komme hier aus diesen Dings nicht raus. So. Ich will gerade mal gucken hier. Hm. Irgendwie mag mich das Spiel nicht. So. Ich guck erst gerade mal ein bisschen hier. Nee, hier bin ich auch verkehrt. Hm. Ich habe mich verlaufen. Zum ersten Mal in dem Sonic-Spiel habe ich mich verlaufen. Ja, und ihr fragt euch, wie funktioniert das? Das weiß ich selber noch nicht. Ah, hier. Ah. Ich bin draußen. Ich bin so erstaunt von dem Spiel, dass ich kaum reden kann. Aber wie gesagt, ich bin der absolute Sonic-Fan. Und da haben die Entwickler auf jeden Fall was Schönes geleistet, auf alle Fälle. Ach, jetzt ist die Steuerung wieder anders. So. Oh, oh, oh. Ja, das war ja sowas von klar, ne? Ah, nee. Also da haben die Entwickler auf jeden Fall mal was Schönes geleistet. Und jetzt sag mal, es ist ja nur eine kleine Entwicklergruppe. Es ist ja nicht ein großes oder ein großer Konzern, kann man sagen. Denn so ein schönes Spiel. Was? Springt er zurück? Hä? Warum ist er zurückgesprungen? Den habe ich gerade nicht verstanden. Ich komme jetzt raus hier, so. Nö, jetzt bin ich schon wieder hier. Oh, das geht ja gar nicht. Wo ist jetzt hier? Ach, ich muss da rauf. Ich muss da rauf. Ich sag mal, es ist nur ein Level, ne? Wieso kann ein Level denn so? Also. Ich komme da nicht rauf. Warum komme ich denn da nicht rauf? Ja. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Demo auch mal selber ausprobieren. Oder die Tech-Demo gerne mal selber ausprobieren. Und ich sage euch gleich, das ist gar nicht mal so einfach. Volle Konzentration jetzt, nicht dass ich hier irgendwo abkacke gleich. Hm. Ah. Das ist die Steuerung auf einmal wieder geändert. Hui. Oh. Aha.
Yeah. Alles klar. Ach. Ach, da muss ich rauf. Oh, das geht schief, das geht schief. Oh. Wow. Okay, ja, jetzt stehen wir ein bisschen. Komm. Oh, ja, so klar. Oh, was? Geht ja gar nicht. Alles klar. Das hat ja wohl gar nicht funktioniert gerade. Ah. Da vorne fehlt noch ein Speicherpunkt. Ein Checkpoint auf alle Fälle. Ach, scheiße. Okay. Ja. Ich werde hier noch wahnsinnig, aber ich glaube, jetzt habe ich so langsam den Dreh mal raus. Ja, also hier und da gibt es leider noch ein paar Bugs in dem Spiel, aber wie gesagt, ist ja nur die Tech-Demo. Deswegen, ja, so. Ich gucke gerade, ob das alles funktioniert, auch hier, was ich gerade mache. Aber das ist doch hier, hier müsste doch hier ein Checkpoint sein, hier so, hier so. Hat er jetzt den Checkpoint gemacht erst? Ah. Ich werde noch irre. Was? Trinkst du? Aller Blocke. Meine Güte. Ja. Hui! Wir können fliegen! Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rauf, aber okay. Was? Ey, das gibt's aber gar nicht. Was? Das hat doch. Also. Es hätte doch funktionieren müssen, oder nicht? Gut, auf jeden Fall hatte ich hier schon mal den Checkpoint gemacht jetzt. Ich hab mich doch schon gedreht. Ach. Ich werde diese Demo durchspielen, und wenn es das letzte ist, was ich mache. Heute. Ich gehe mir den anderen Weg jetzt, so. Also, irgendwie. Ja, du kannst es schaffen. Ist doch nicht so tief, wie ich gedacht habe gerade. Also irgendwie. Also. Das mit den Blöcken funktioniert gar nicht zwischendurch. Das mit der Steuerung leider auch nicht. Also ja, ich hab's doch nicht bis zum Ende geschafft. Ja. Irgendwie leicht doof. Ja, doof kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, also die Demo sieht sehr schön aus und ja. Aber die Steuerung leider ist nicht präzise. Und ja. Hm. Ja, und da die Steuerung nicht genau präzise ist und das nicht so wirklich funktioniert, kann man halt ins Wasser fallen und hast du nicht gesehen und dann bist du halt tot. Auf jeden Fall, ja, das war's heute mit Sonic The Lost Adventure. Die Tech-Demo könnt ihr euch gerne downloaden und auch mal selber ausprobieren, wenn ihr möchtet. Unten in der Beschreibung wiederum der Download-Link. Und ich sag von hier aus Tschüssikowski und bis dann und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Und ja, oben rechts wieder Abonnier-Button, wenn euch das so weit gefallen hat, dann gerne raufflashen, dashen, smashen, dashen. Dashen? Was ist dashen? Dashen, dashen, so. Und ich sag von hier aus Tschüssikowski und bis dann und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Und bis dahin natürlich immer schön weiterzocken. Also reinhauen.